Sie sind hier in der Produktentwicklung. Die Produktentwicklung beschäftigt sich mit der Entwicklung neuer Hochleistungsfüllstoffe und besitzt als Know-how die Entwicklung von Materialien in einem Top-Down-Ansatz. Das heißt, wir schauen uns die Endkundenanwendung zum Beispiel im Bereich Polymere, Lacke und Farben an und entwickeln und suchen die passenden Rohstoffe dafür. Das heißt, Minerale in aller Welt, die dann entsprechend aufbereitet werden zu Hochleistungsfüllstoffen, die in Polymeren verstärkende Eigenschaften haben, in Lacken und Farben Härte mitgeben oder füllend wirken, ganz unterschiedlich. Wir finden zwar nicht sichtbar, aber in jedem Automobil sogenannte Simmer- oder Wellendichtringe. Das sind Fluorelastomere, die gefüllt sind mit Volastonit. Diese Wellendichtringe dichten den Ölteil im Getriebe gegen die Luft ab, sodass das Öl nicht aus dem Getriebe rausläuft. Und durch diesen Volastonit, diesen fein vermahlenen und beschichteten Volastonit, werden die Gleitreibeeigenschaften und die Steifigkeit dieses Gummicompounds geregelt. Also einmal unser Kernmaterial, einen typischen Glas- und Gießereisand hier aus Frechen, eine sogenannte F32, ein Trockensand mit einem relativ geringen Eisengehalt, weshalb er im Floatglas stark eingesetzt wird. Und ein daraus hergestelltes Produkt, ein Quarzmehl, eine sogenannte Milisil W6, relativ grobes Quarzmehl, was in diesen Epoxidisolatoren eingesetzt wird als Füllmaterial und auch für die elektrisch oszillierenden Eigenschaften. Zum anderen ein Phlogopit, ein sehr blättchenförmiges Material, was zum Beispiel in Namibia oder Indien oder China gewonnen wird. Und wenn es fertig verarbeitet ist, dieses unscheinbare kakaofarbene Pulver liefert, aber immer noch plättchenförmig ist und dann in diesen Motorraumdeckungen eingesetzt wird, die aus Polyamid bestehen und zu einem gewissen Füllgrad dann aus diesem Material, um die Wärmeverzugsunempfindlichkeit zu gewährleisten. Das dritte Mineral, was ich mitgebracht habe, ist ein Volastonit. Ein stäbchenförmiges Material, was also, wenn man es vorsichtig aufmalt, in kleine Fasern bricht und damit ähnlich wie eine gemahlene Glasfaser verstärkende Eigenschaften hat, also den Compound fester macht, zugfester. Daraus werden dann solche geschichteten Mineralmehle hergestellt, die zum Beispiel in Polypropylen oder Polyurethan eingesetzt werden, hauptsächlich im Automobilsektor. Vom Volumen machen wir in der Hochleistungsfüller-Division in etwa 100.000 bis 150.000 Tonnen im Jahr in diesen Spezialanwendungen, also ausschließlich Polymere und Lacke und Farben.